So Leute, heute kläre ich endlich mal eure Fragen über die neuen Doctesso-Folgen, über meinen Zweitkanal, über meine Berlin-Pläne, über sonstige Termine und ich habe sogar einen Kanal der Woche heute. Hallo ihr Lieben, ich glaube es ist mal wieder Zeit für ein neues Kniechel-News-Video, denn ich sehe immer wieder dieselben Fragen unter meinen Videos und die möchte ich heute ein für alle Mal klären. So, erstmal, was sagt ihr hier zu meinem neuen Hintergrund? Ist ganz nett, ne? Selbst gezeichnet. Falls ihr selber Ideen habt, könnt ihr sie mir gerne schicken. Ich kann ja immer mal einen anderen Hintergrund verwenden. Aber kommen wir zu den Themen. Der Doctesso! Wann kommt die nächste Doctesso-Folge? Das ist so das Magst du Bratwurst meines Kanals. Und ich weiß, auf Facebook, also auf der Seite des Doctessos und auch auf meiner und auf meinem Instagram-Kanal gibt es schon Fotos der Drehtage der sechsten Folge. Ja, und zwar schon seit November. Aber warum kommt die Folge nicht? Und das erkläre ich euch jetzt. Alle Doctesso-Szenen sind schon im Kasten, ne? Musste ich auch hier, ne? Zwecks. Allerdings werden in der sechsten Folge sehr viele YouTuber mitspielen, die eigene Szenen zu Hause drehen können. Es ist nur so, es gibt unter YouTubern eine gewisse Krankheit, die nennen wir scherzhaft schon die YouTuber-Krankheit, dass man so viel um die Ohren hat, dass man immer dazu nicht kommt, irgendwas zu drehen und wenn man mal zu kommt, dann hat man es vergessen, dass man es drehen musste. Wir haben alle viel zu tun und ich kann es verstehen. Deshalb habe ich beschlossen, ich warte jetzt noch auf zwei bestimmte Szenen, aber ansonsten werde ich jetzt dicht machen und ich werde demnächst wirklich die nächste Doctesso-Folge zusammenschneiden. Wird dann zwar ein bisschen kürzer als geplant, aber sie ist jetzt schneidbar. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Egal, ihr werdet auf jeden Fall demnächst eine neue Doctesso-Folge bekommen. Der Witz ist, dass von der Folge 7, die Folge, die danach kommt, sogar schon alle Szenen im Kasten sind. Aber ich werde trotzdem etwas Zeit zwischen den Folgen lassen. So, und jetzt könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Freude zum Ausdruck bringen. Das zweite Thema, was vielleicht viele noch gar nicht mitbekommen haben, ist, dass ich einen Zweitkanal habe, der sehr mit euch interagiert. Der nennt sich Call Gniechel und ihr könnt mich da anrufen, ganz einfach. Und ihr könnt mir eure Geschichte erzählen. Etwas, was ihr unbedingt schon mal in der Öffentlichkeit erzählen wolltet, was jeder einmal wissen sollte. Ihr könnt schon ein paar Folgen sehen. Klickt einfach drauf. Zweitkanal Call Gniechel. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert und es vor allen Dingen weitererzählt. Denn je mehr von diesem Kanal erfahren, desto größer ist die Chance, dass immer verschiedene Leute anrufen und es immer mehr verschiedene Geschichten gibt. Das heißt, auch wenn ihr von irgendjemandem, euren Freunden eine tolle Geschichte hört, sagt doch einfach mal, ruf Gniechel an, erzähl es ihm, das muss er unbedingt hören und das müssen unbedingt die YouTube-Zuschauer hören. Ich freue mich auf eure Anrufe. Drittes Thema, Berlin. Ja, es ist noch aktuell, dass ich nach Berlin ziehen möchte und ich werde das auch noch im Laufe dieses Jahres im Auge behalten, also wahrscheinlich zum Ende des Jahres hin. Das beantwortet auch immer wieder diese Fragen, wann kommen neue Videos mit Lara oder wann kommen Videos mit Marti, denn Lara ist zum Beispiel schon nach Berlin gezogen und wenn ich in Berlin bin, dann wird es bestimmt auch noch mehr Videos mit den beiden zusammen geben und außerdem habe ich vor, mit Marti noch ganz viel Musik zu machen und sowas. Und das geht in Berlin besser. Aber auch da halte ich euch am Laufenden. Ich muss nur erstmal eine Wohnung finden. Ne? Wer eine Wohnung hat, gerne in die Kommentare. Als viertes Thema noch ein paar Termine, die ihr euch auf jeden Fall in euren Terminkalender eintragen solltet. Und zwar gibt es am 24.06. in Pinneberg ein Sommersonnenwendenfest. Das werde ich dann moderieren wohl den ganzen Tag. Werde ich euch aber auch nochmal auf dem Laufenden halten in meinen Social Network, Media, Habli und bla da. Folgt mir einfach, dann werde ich euch da auf Laufenden halten. Auf jeden Fall 24.06. in Pinneberg ist das. Dann gibt es einen neuen Liederabend am 16.09. in Hamburg. Wieder wie in den letzten 6 Jahren in der Heilandskirche, Winterhuder Weg 132 in Hamburg. Kommt vorbei, 16.09. Merkt es euch. Uhrzeit und so, wie gesagt, auch Instagram, Facebook etc. Und Twitter. Twitter auch noch. Und am 12.10. moderiere ich wieder in Hamburg in der Markthalle im großen Saal den Oxmox Band Contest. Das große Finale. Kommt vorbei. Ich freue mich. Ihr könnt echt in Scharen kommen. Da ist genug Platz für sehr viele Leute. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Kanal der Woche vorstellen. Und zwar ist das der Kanal Einfach Phil. Der liebe Philipp hat nämlich auf seinem Kanal alles mit seiner Kamera begleitet. Und ihr könnt sehen, was er macht. Zum Beispiel ganz geile Namibia Vlogs hat er gerade gemacht, wo er mit ein paar YouTubern nach Namibia geflogen ist. Und es ist sehenswert. Guckt es euch an. Es sind ganz, ganz tolle Bilder und sehr witzige Stories da zu sehen. Leute, wir haben Chris gerade einen Penis und ein Herz und ein Bart ins Gesicht gemalt. Er sagt gar nichts. Ihr wisst von nichts Bescheid. Der hat beinahe nichts gecheckt. Wir müssen jetzt die ganze Zeit leise sein und dem nichts sagen. Wir müssen jetzt schauen. Dass der anfängt zu vloggen und das dann merkt, wenn er vloggt. Das ist aber. Jana hat jetzt auch nochmal voll durchgezogen, wirklich, und ihre künstlerischen Fähigkeiten an ihm ausprobiert. Ich mache noch weiter kurz. Alles klar, Leute, das war's dann von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann und bald mit dem Doctesso vor allen Dingen. Macht's gut. Rock'n'Roll.